Wieder ein schöner Morgen. Nach 5 Stunden gestern wird es heute wohl über 1 Stunde länger gehen. Langsam wird es Zeit, die Bergstiefel zu schnüren. In der Früh ist es noch angenehm frisch. Höhenmeter Abstieg zur Speicherhütte im hintersten Rappenalptal stehen bevor. Beim Abstieg sind hinter der Speicherhütte Mountainbiker zu sehen. Diese müssen zum Start der Transalp, wie unsere Gruppen auch, zum Schrofenpass aufsteigen. Mit dem Bike eine überaus mühselige Sache. Nachdem das ganze Alpvieh im wilden Zickzack durch das Gelände endlich überholt ist, tut eine Rast am kühlen Bach gut. Der Anstieg zum Schrofenpass steht unmittelbar bevor. Auf dem schmalen, teils ausgesetzten Bergsteig geht es im Gänsemarsch, Bergführer Wilfried voran, Gott sei Dank im Schatten, stetig bergauf. Vor dem Schrofenpass ein Wegschild, auf dem zu lesen ist, dass hier letztmals ein Jäger einen Wilderer erschossen hat. Der Schrofenpass ist erreicht. Wieder Zeit für eine Rast. Danach geht es durch Latschen, bergauf, bergab weiter zum nächsten Bachlauf. Nach einer weiteren Rast zieht die Gruppe weiter. Wilfried ist mit seiner Gruppe gerade dabei, den Mutzentobel schon wieder zu verlassen. In knapp 2 Stunden werden sie die Rappenseehütte erreicht haben. Der Mutzentobel hat es in sich, besonders wenn es nass ist. Wer nicht trittsicher ist, dem ist anzuraten, ab der Speicherhütte talauswärts zu gehen, um dann bei der Schwarze Hütte zur Rappenseehütte aufzusteigen. Über dem Rappenalptal sind die Schafalpenköpfe zu sehen, über dessen Grate sich der Mindelheimer Klettersteig zieht. Hinter der kleinen Hütte zeigt sich das Geißhorn und der große Widderstein. Auch der Steinadler zieht wieder seine Kreise. Im steilen Fels unter der Widdersteinhütte gut verborgen befindet sich sein Horst. Insbesondere im Juni und Juli sind viele Matten rund um Oberstdorf ein Blumenmeer, das seinesgleichen sucht. Auch Tiere sind sehr zahlreich anzutreffen.
Eine Wegstunde unterhalb ist die Enzianhütte zu sehen. Morgen geht es hier mit Rast an der Enzianhütte weiter abwärts bis Einödsbach hinab, dann wieder aufwärts bis zum Waltenberger Haus. Also mir reicht die Digitalkamera, brauchst du was nicht? Gerade im frühen Bergsommer, wenn die Tage lang sind, bietet sich ein Spaziergang zum Rappensee und um die Hütte an. Danach, in gemütlicher Runde, die Stärkung aus der Küche. Hüttenwirt Andi und seine Lebensgefährtin Silvia lassen bestimmt keine Wünsche offen. Das war wirklich eine Träne in den Augen.